ich sehe, ich hatte mal wieder recht. Dann bin ich doch offensichtlich von meinem Größenwahn links gepackt. Und auch hier hatte ich mal wieder recht, habe ich mal wieder recht behalten. So, dann bin ich doch wahnsinnig... Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Extract of Pineal Gland. Eure verkalkte Zirbeldrüse geht mal wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nach und treibt sich auf dem Kanal von Caroline Mathieu. Heute soll es um ein Video von Caroline zum Thema ÖPNV gehen und ich habe mir vorgenommen, dieses Video mal etwas anders zu gestalten. Normalerweise gebe ich ja einfach nur meinen Senf an der ein oder anderen Stelle dazu. Ich dachte mir, heute mache ich das mal ein bisschen anders. Ich werde ein paar Videoschnipsel von Caroline nehmen und zusammenschneiden. Auch noch ein paar kleine andere Videos mit reinschneiden. Also es soll ein kleines Videoprojekt werden. Und ich hoffe, das etwas andere Format gefällt euch auch gut. Es gibt diesmal auch ein bisschen mehr auf die Augen, aber vor allen Dingen natürlich auch wieder für die Ohren. Und dann bleibt mir einfach nur noch euch viel Spaß mit dem jetzigen Video zu wünschen. Wir legen wieder mit einer kleinen Eilmeldung los, heute aus der Rubrik einmal mehr wahr gewordene Verschwörungstheorien. Die Sachen, für die man sich vor einigen Monaten, teilweise sogar einigen Wochen noch denunzieren und diffamieren und beleidigen und bepöbeln lassen musste, wäre ja alles nur Schwurbelei. All die Sachen kommen nun nach und nach in den Mainstream-Medien ans Tageslicht. Und ja, natürlich sind das alles exorbitant ernste Angelegenheiten, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich mir seit fast zwei Jahren hier den Mund fusselig rede, was diesen Irrsinn angeht. In Anbetracht dieser Tatsache ist da jetzt auch ein Stück weit eine Genugtuung dabei. Ich sehe, ich hatte mal wieder recht. Na klar, mit der Genugtuung kann ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen. Die Luft in Absurdistan wird zunehmend dünner. Wie lange das noch ein sicheres Land zum Leben ist, das wird sich zeigen. Also jeder, der nicht auf gepackten Koffern sitzt oder zumindest einen Plan B in der Überlegung hat, der sollte sich mal Gedanken machen, ob er denn der Meinung ist, in einigen Monaten tatsächlich noch in diesem Land leben zu können. Aber das überlasse ich natürlich jedem selbst an der Stelle. Oh, danke, Milady, dass Sie uns gestatten, dass wir eventuell doch nicht aus diesem Land wegziehen. Das ist aber sehr großzügig von Ihnen. Wir wollen uns hier ein paar Meldungen anschauen, die uns heute der Spiegel aufgetischt hat. Der Spiegel? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hat er uns denn aufgetischt? Frau Mielke? Ach, Frau Lohse. Ich wusste ja gar nicht, dass Ihr Mann zu Hause ist. Tag, Frau Mielke. Der Spiegel. Frau Mielke. Der Spiegel. Frau Mielke. Der Spiegel. Frau Mielke. Ja, unser Spiegel, der vor kurzem einen wahren Geldsegen erhalten hat. Ein paar Millionchen sind darüber gewachsen von einer gewissen Stiftung. Kennt ihr alle, haben wir im Vlog besprochen. Jetzt geht es aber um aktuelle Mitteilungen. Denn heute Morgen hat sich doch glatt die Frau Göring hingestellt. Ach, Verzeihung, wie heißt der jetzt? Göring-Eckardt. Die Fraktion... Hammer-Wortwitz. Und mal wieder kein Video ohne Nazi-Vergleich und damit Relativierung des Nationalsozialismus. Widerlich. Vorsitzende der Grünen und hat mitgeteilt, dass sich die tollen Ampelkoalitionäre, wie heißt denn das? Koalitionäre müsste das heißen, die also demnächst die Regierung zusammenschustern wollen. Die wollen nicht demnächst die Regierung zusammenschustern, die sind jetzt schon dabei, die Regierung zusammenzuschustern. Angeblich darauf geeinigt haben, sich einig darüber sind, dass man eben doch gewisse Berufsgruppen zur heiligen Kuh zwingen möchte. Ja, welche Überraschung, sag ich da nur, welch großes Wunder, das ach so freiwillige Angebot darf dann anscheinend demnächst zumindest für Menschen, die im Medizinsektor und im Erziehungssektor, online sind, hatte ich gerade jetzt fast gesagt, arbeitstätig sind, Kindertagesstätten wird wohl auch vor den Schulen keinen Halt machen, all die dürfen sich dann künftig über eine Zwangsbeglückung freuen. Ja, das ist auch bitter nötig. Hast du dir mal die Fallzahlen angeguckt? Also ich weiß nicht, ob ich die letzten eineinhalb Jahre irgendwie hinterm Mond gelebt habe. Ja, natürlich. Sie denn ihren Job behalten wollen, wenn sie nicht ihre wirtschaftliche Existenz verlieren wollen? Ja, ich meine, wie geliefert, so bestellt. Wie bestellt, so geliefert. So rum. Sie haben es ja nicht anders gewollt, muss man da fast schon sagen. Denn auch aus diesen Reihen kam ja ganz, ganz munter der erhobene Zeigefinger. How dare you? Das ist nur eine Verschwörungstheorie. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Niemand hat die Absicht und du dover Schmuggler, das stimmt doch gar nicht. Ja, damals stimmte das ja auch noch nicht. Das ist ja erst jetzt der Fall, nachdem die Fallzahlen halt extrem explodiert sind.
Ja, da wir doben Verschwörungstheoretiker das vor einem halben Jahr schon gesagt haben und... Vor einem halben Jahr war das noch nicht relevant, Caroline. Entsprechende Berufsverbände da noch die Möglichkeit gehabt hätten, politisch Einfluss zu nehmen. Ja, da in Anbetracht dieser Tatsache habe ich da jetzt ehrlich gesagt auch kein Mitleid mit. Das erwartet auch niemand von dir, Caroline. Da gibt es ja diesen bösen Spruch, als die wurden, habe ich geschwiegen, weil ich war ja kein als die und so weiter und so fort. Und als sie dann kamen, um mich zu dann war keiner mehr da, der was sagen konnte. Ja, ne, mal wieder Nazi-Vergleich hier. Was meint Caroline hier? Ich hab's rausgesucht. Martin Niemöller über Gemeinschaft. Es war ein Zitat. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Ziemlich cooles Zitat von Martin Niemöller. Definitiv Antifaschist, was Caroline sich absolut nicht auf die Fahnen schreiben darf. Deswegen muss ich hier auch statt dem korrekten Zitat verwenden. Naja, ist schon ein bisschen scheiße, wenn man nicht mehr sagen kann, was man darf. Aber naja. Ich darf das hier immer noch alles frei aussprechen. Ganz merkwürdigerweise werde ich nicht zensiert auf meinem Kanal. Kann sich ja jeder denken, woran das liegt. Doch, ich habe da ein gewisses Déjà-vu an der Stelle. Jetzt stehen sie da, jetzt droht ihnen die aufgezwungene heilige Kuh, die natürlich ein ganz, ganz freiwilliges Angebot ist, was man ja jederzeit ablehnen kann. Schon klar. Jetzt droht es ihnen und es gibt nicht mehr allzu viele, die da jetzt noch was gegen machen können, denn das hat man einfach die letzten Monate über versäumt. Man hat sich darüber lustig gemacht, es wäre ja eine Verschwörungstheorie. Aber das ist noch nicht alles, denn ehrlich gesagt muss ich auch sagen, es ist mir jetzt ein Stück weit scheißegal. Ich bin weder Lehrer, noch bin ich irgendwo im Medizinsektor unterwegs oder so. Und warum ist der Suff der Suppe so schlecht? Hirnvenenthrombosen? Klingelt da was? Ich bin weder Lehrer, noch bin ich irgendwo im Medizinsektor unterwegs oder so. Und warum ist der Suff der Suppe so schlecht? Hirnvenenthrombosen? Klingelt da was? Ich bin weder Lehrer, noch bin ich irgendwo im Medizinsektor unterwegs oder so. Es ist mir wirklich... Genau, du bist weder Lehrerin, noch bist du Medizinerin. Und hast eigentlich gar nicht das Recht, irgendwelche Menschen zu desinformieren. Das ist richtig, ja. Nur ist es mir Wumpe. Mehr als den Leuten mitteilen, was wohl passieren wird in der Politik, kann ich nicht. Und wenn sie es so wollen, dann ist es eben so. Kann man nichts ändern, wo? Aber ist trotzdem knallerleichtert. Dann bin ich doch wahnsinnig gern der außenstehende Zuschauer, der Beobachter, der einfach nur da sitzt, sein Popcorn auspackt und überlegt, ja, wie weit treiben sie die Eskalationsspirale wohl noch? Naja, aber als neutraler Zuschauer sollte man nicht ständig lügen oder irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten. Nee, das darfst du nicht lügen, darf man nicht sagen. Wie viel lassen sich die Absurdistaner noch gefallen? Einfach mal den Ball flach halten, Caroline. Wie weit gehen die Politiker? Und ja, das ist, klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ich meine, ich denke, das ist nachvollziehbar, nachdem wir uns da wirklich im Mundfusselig reden, also ihr im Chat und ich halt vor der Kamera, nachdem wir uns die ganzen letzten eineinhalb Jahre im Mundfusselig geredet haben. Ja, was will man da noch machen? Kann man nichts ändern, wa? Aber ist trotzdem knallerleichtert. Klar ist man da irgendwo ein Stück weit dann auch schadenfroh fast schon. Also mir tun all die... Wieso denn schadenfroh? Welcher Schaden denn, Caroline? Ich glaube, der Einzige oder die Einzige, die einen Schaden hat, das bist ja wohl... Naja, das sage ich lieber nicht. Die Leute, die den Irrsinn nicht wollten, schon klar. Aber ich persönlich bin jetzt auch ein Stück weit einfach schadenfroh und sag mir, ja, drückt euch rein den Kram. Ja, und? Und nu, ich habe jetzt zwei Impfungen, das ist doch kein Schaden. Was ist denn jetzt das Problem, Caroline? Wenn Spaß macht, meinetwegen. Ich werde mich nicht erpressen lassen, das ist klar. Nö, es macht mir keinen Spaß, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich es für notwendig erachte. Und ich glaube, dass es ein sozialer Akt war, der der gesamten Bevölkerung hilft. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Von daher bin ich ja jetzt tatsächlich eher so der außenstehende Beobachter, der eigentlich nur noch darauf wartet, den richtigen Moment zum Abgesehen mal davon, dass ich mich natürlich auch deswegen impfen lassen habe, um nicht selber krank zu werden, was ja erstmal ein egoistischer Akt ist, aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine Solidarität gegenüber der gesamten Bevölkerung, vor allen Dingen gegenüber denjenigen, die jetzt auf den Intensivstationen liegen und sich impfen lassen haben. Die brauchen nämlich dringend diese Intensivstationenplätze und jeder, der da nicht auf einer Intensivstation liegt, weil er sich eben impfen lassen hat, der trägt dazu bei, dass die gesundheitliche Lage, die Lage in den Krankenhäusern sich verbessert.
Absprung zu finden, wenn es dann eben in dem Land nicht mehr möglich ist, hier zu leben. Aber okay, wir haben noch eine zweite Meldung, die hat es deutlich stärker fast schon in sich. Die betrifft nämlich ein paar Millionen Menschen mehr. Und auch hier habe ich ein Déjà-vu. Auch das haben wir bereits besprochen. Auch da gab es unter dem entsprechenden Video empörte Kommentare. Das würde doch gar nicht stimmen. Das wäre eine falsche Nachricht und niemand hat die Absicht. Und das ist doch eine Zeitungsente. Kann man nichts ändern, wa? Aber ist trotzdem knallerstadt. Musste ich mich mal wieder beschimpfen lassen, weil ich das ausgesprochen habe, was jetzt laut Spiegel offiziell in der Mache ist. Ja, ich war halt einfach ein bisschen zu früh dran. Passiert. Ach so. Wenn man irgendwas Falsches behauptet, muss man einfach nur lange genug warten, bis es wahr wird. Alles klar, danke, Caroline, Meisterin der Logik. Der Spiegel hat nämlich mitgeteilt, dass nun ebenfalls über ein sogenanntes Fladigierunter, da natürlich nicht drüber, über ein sogenanntes Dribbeldödel-System-Prinzip im ÖPNV nachgedacht wird. Dass nur noch die Leute den öffentlichen Personennahverkehr verwenden dürfen, die, ihr wisst schon, was für einen Pass mit sich führen. Und ich meine jetzt nicht die Fahrkarte, also kein... Hä? Naja, du sagst doch selber Trippeldödel, also mit anderen Worten 3G meinst du doch. Das heißt ja wohl auch, dass man sich nicht nur... Also man muss sich ja nicht impfen lassen. Man kann auch einfach getestet sein und kann sich dann befördern lassen. Wo ist da jetzt das Problem? Kein Fahrausweis, das wir für die Fahrt bezahlt haben. Ihr versteht schon. Darf man ja leider nicht mehr auf dem Aussprechen. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Und das Ganze nicht nur im Fernverkehr, was ja schon einige Male diskutiert wurde, sondern ebenfalls im Nahverkehr. Da ist die geheiligte Ampelkoalition vorgeprescht und will das wohl gerade vorbereiten. Ja, einige der Nahverkehrsunternehmen, die zeigen sich da noch ein klein wenig zurückhaltend. Die wissen nämlich gar nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Selbst der Verkehrsminister Scheuer, von dem ich nun überhaupt nichts halte, selbst der hat mitgeteilt, naja, liebe zukünftige, hoffentlich nicht Regierung, das hat er so natürlich nicht gesagt, aber liebe mutmaßliche zukünftige Regierung, vielleicht sollte man sich erstmal juristisch und auch von der Machbarkeit her auf dem aktuellsten Stand bringen, bevor man mit sowas Welle schlägt. Haben sie natürlich nicht gemacht. Nein, sie wollen voranbrechen und künftig nur noch die mitfahren lassen, die sich vorher unterworfen haben. Ganz schlimme Unterwerfung. Man muss eine Maske tragen und sich testen lassen. Okay, man kann sich auch impfen lassen, aber muss man nicht. Das ist ja echt eine mega Unterwerfung, oh mein Gott. Und das zu Zeiten einer weltweiten Pandemie. Oh Gott, Caroline. Das ist ja wirklich der Kniefall vor dem Monarchen. Also ich weiß nicht, ob ich die letzten 1,5 Jahre irgendwie hinterm Mond gelebt habe. Ja, natürlich. Ganz besonders abstrus fast schon, die Deutsche Bahn als Mutterkonzern vieler Nahverkehrsunternehmen. Die Deutsche Bahn marschiert federführend mit und will ihr Möglichstes tun, um da dabei zu sein. Ach so, ja, da weiß man doch, was man von der DB zu halten hat. Wenn sie sich's leisten können, bitte sehr. Und auch hier habe ich mal wieder recht behalten. So, ja, ein bisschen Genugtuung seht ihr mir, glaube ich, an. Ich rede wirklich seit Jahren, seit wir angefangen haben mit unserer Videoreihe, rede ich davon, Leute, sucht euch eine Möglichkeit, individuell mobil zu sein. Wenn ihr die Chance habt, wenn ihr noch keinen habt, macht einen Führerschein. Ihr müsst euch ja nicht unbedingt ein Auto... Ja, jetzt ist es zu spät, das hättet ihr doch vor 3 Jahren machen müssen, nur vor 2 Jahren. Macht einen Führerschein. Ja, jetzt ist es zu spät, das hättet ihr doch vor 3 Jahren machen müssen, nur vor 2 Jahren. Macht einen Führerschein. Ja, jetzt ist es zu spät. Ihr müsst euch ja nicht unbedingt sofort ein Auto kaufen, aber habt eine Fahrerlaubnis, habt einen Führerschein, damit ihr im Zweifel relativ schnell und einfach zu einem motorisierten Fahrzeug kommen könnt. Ja, jetzt ist es zu spät, das eben nicht von der Gunst irgendeiner Regierung abhängig ist. So. Da könnt ihr gerne die alten Videos nochmal anschauen. Das habe ich 2018 erzählt, 2019, 2020 und so weiter und so fort. Sag ich euch immer wieder, weil immer wieder das Argument kommt, man braucht doch in der und der Region keinen Führerschein. Ja, in der Großstadt zum Beispiel. Ja, man braucht ihn so lange nicht, solange irgendjemand anderes großzügigerweise ein Verkehrsmittel, ein Transportmittel für euch bereitstellt und euch da auch noch mitnimmt. Was ja grundsätzlich der Fall ist. Und das mit dem Mitnehmen, das kommt ja nun gerade ins Bröckeln. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Wer sich also nichts in die Nase schiebt und nicht dem Doppeldödel-Prinzip anhängt, der darf also künftig, wenn das denn so durchgeht, das wird sich ja zeigen. Ja, dann sollte man es vielleicht einfach mal machen. Spiegel ist ja da offensichtlich guter Dinge. Der darf dann künftig wohl nicht mehr mit dem Öffentlichen. Warum sollte man sich denn eigentlich nicht impfen lassen? Hat Caroline das eigentlich jemals erwähnt? Also ich habe immer nur gehört, das wäre ein... Wie hat sie das formuliert? Ein... experimentelles Pharmaprodukt. Darum geht's doch eigentlich. Ihr wollt euch nicht impfen lassen, weil es ein experimentelles Pharmaprodukt ist in euren Augen. Aber einfach mal
belegen, warum das so ist, Fehlanzeige, Caroline. Darum geht's doch eigentlich. Darüber könntest du doch mal reden. Warum ist das für dich ein experimentelles Pharmaprodukt und warum möchtest du dir das nicht verabreichen lassen? Einfach mal Fakten auf den Tisch und dann kann man darüber reden. Aber dieses Rumgeschwurbel bringt einen einfach überhaupt nicht weiter. Maulkopftransport fahren. So, ja, wie gesagt, jetzt ist halt ein bisschen spät. Flatti, hör auf, mein Kleiner. Ob man jetzt noch so schnell einen Führerschein bekommt, um diesem Chaos vorzubeugen, sich noch schnell eine Alternative zu beschaffen, sei mal dahingestellt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht, ja, jetzt ist es zu spät, das hätte doch vor 3 Jahren machen müssen, oder vor 2 Jahren. Vielleicht auch nicht. Was aber durchaus noch möglicher sein sollte, auch wenn der Gebrauchtwagenmarkt aktuell massivst angespannt ist, sehr stark unter Druck ist, weil sehr viele jetzt Torschlusspanik bekommen und noch schnell ein Auto kaufen wollen. Was aber durchaus noch machbar ist, sich irgendwo ein günstiges, kleines Gebrauchtes kaufen. Und das muss ja nun wirklich kein brandneuer Mercedes sein. Ich bin die ersten 2 Jahre mit einem Ford Ka durch die Gegend gefahren, habe dafür 400 Euro bezahlt. Es war eine Schrottmühle, ja. Habe nur noch einen TÜV abgefahren, aber ich bin von A nach B gekommen. Und zwar ohne darauf angewiesen zu sein, dass irgendjemand irgendwo da mich in eine Bahn einsteigen lässt. Damals hatte ich ja noch mein Pflichtticket habe ich immer noch. Das wird sich wahrscheinlich auch bald ändern, wenn das so weitergeht. Ah ja, okay. Ist also doch noch Studentin. Aber damals bin ich auch noch Aktivbahn gefahren. Da hat es ja noch keine großen Nachteile, außer halt der nicht... damals ging es auch mit der Sicherheitslage im Zug noch einigermaßen klar. Da hat sich ja auch einiges geändert in den letzten Jahren. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Ob man da jetzt noch so erpicht drauf ist, mit der Bahn zu fahren, ich weiß es nicht. So, aber worum geht's? Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr studieren, statt permanent im Internet Müll zu verbreiten. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ist mir lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eigentlich relativ uninteressant, was für eine Schrottmühle ich gefahren bin. Mir geht's nur darum, einfach mal deutlich zu machen, es ist gar nicht so teuer, wie viele denken. Ja, Tankkosten kommen noch dazu und eine Versicherung braucht man auch. Aber letztlich, wenn man das überschlägt, mit dem, was man an ÖPNV-Kosten hat, und dann auch noch die Tatsache im Hinterkopf behält, dass man den Dienst bald wohl nicht mehr nutzen können darf, wenn es nach eben jener mutmaßlich zukünftigen Regierung geht. Nee, das darfst du nicht lügen, darf man nicht sagen. Bin ich mir nicht sicher, ob die Alternative, sich ein kleines gebrauchtes Auto zu kaufen, wirklich so viel mehr Negatives mit sich bringt, als das da auszusitzen und sich dem Zirkus da zu unterwerfen. Also, ich sag's nochmal, ich kann es euch nur empfehlen. Was hat denn das mit einer Unterwerfung zu tun, wenn man sich während einer weltweiten Pandemie testen oder impfen lässt, Caroline? Bitte Erklärung. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, kauft euch ein unabhängiges Verkehrsmittel. Muss ja auch nicht ein Auto sein, kann auch ein Moped oder irgendwas sein. Hauptsache, ihr kommt irgendwie... Oder ein Fahrrad. Von A nach B. Und zwar so, dass eben jene Regierung euch nicht vorher das grüne Lämpchen aufblinken lassen muss, damit ihr einsteigen dürft, wie das ja in China schon der Fall ist. Spannend ist. Ja, okay. Also nebenbei einfach mal Deutschland mit dem Dritten Reich vergleichen und zwischendurch dann auch mal mit China. Alles klar, Caroline. Was kommt jetzt als nächstes? Nordkorea? Das ist das ja auch vor allem monatelang, so die letzten Jahre, das letzte Jahr immer wieder auch ganz, 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 ganz hochwissenschaftliche Studien veröffentlicht wurden. Der ÖPNV wäre ja angeblich gar nicht gefährlich, hat das RKI festgestellt. Und die ganzen Paranoia-Piloten aus der Front, aus der ersten Reihe, die haben alle gesagt, ÖPNV ist nicht gefährlich. Das waren deren Studien. Und jetzt plötzlich doch. Da muss ich ihr tatsächlich sogar ein bisschen recht geben. Das hatte ich auch gelesen. Das ist ja jetzt auch nicht das RKI, was da die Gesetze erlassen möchte, sondern die geplante Ampelkoalition. Und die müssen natürlich jetzt irgendwie handeln. Ich meine, wir haben ja nun mal aktuell extrem steigende Fallzahlen und irgendwas müssen sie sich einfallen lassen. Sonst wird ihnen ja wieder gesagt, hier, ihr macht zu wenig und macht mal bitte was. Ich meine, so Schwurbler wie Caroline und Reitschuster sind ja nun mal absolut in der Minderheit. Und dementsprechend gibt es natürlich dann mehr Leute, die sich darüber aufregen, dass zu wenig gemacht wird, als Leute, die sagen, wie Caroline, warum macht ihr überhaupt irgendwas? Ja, gut, möglicherweise geht es da auch eher um die Beschränkung der Mobilität der Menschen. So, nee, das darfst du nicht lügen, darf man nicht sagen. Master- und Servant-Prinzip. Ja, du darfst großzügigerweise am öffentlichen Leben teilhaben, wenn du vorher das Knie gebeugt hast. Warum denn Kniebeugen? Was hat denn das damit zu tun? Man unterwirft sich doch nicht, das ist doch Bullshit. Was hat denn das mit Unterwerfen? Was hat denn der Politiker, also wer auch immer, welcher Politiker auch immer davon,
wenn sich irgendjemand impfen lässt oder, keine Ahnung, sich testen lässt, bevor er mit der Bahn fährt. Einfach dieses, okay, Caroline denkt natürlich, ja, okay, Entschuldigung. Caroline denkt natürlich, dass es dann ganz toll ist für die Politiker, die müssen irgendwelche Gesetze erlassen, damit sie sich ganz groß und toll fühlen. Aber die haben doch dann nichts davon. Also ganz ehrlich, was gibt denen das denn? Ich meine, wir haben nun mal eine weltweite Pandemie. Willst du das wirklich leugnen, Caroline? Dann leg doch die Fakten auf den Tisch und sag hier, wir haben keine weltweite Pandemie. Das ist ja gar nicht so schlimm alles. Das Virus ist kein Problem. Dann aber bitte auch Fakten auf den Tisch, die explizit dem RKI widersprechen und dann können wir weiter diskutieren. So, der Größenwahn, der im Mittelalter schon um sich gegriffen hat. Ja, ihr könnt das natürlich machen, schon klar. Ihr könnt da gehorsam alle paar Monate euch eine heilige Kuh aufzwingen lassen. Kann man nichts ändern, wa? Aber ist trotzdem ein Knaller, ist das. Warum denn alle paar Monate? Das ist doch Bullshit. Also meine Impfung ist jetzt ungefähr 6 Monate her. Und bis jetzt glaube ich nicht, dass... Also ich denke immer noch, dass ich Antikörper in mir drin habe, die mir helfen, bei einer eventuellen Erkrankung mein Immunsystem so sehr zu stärken, dass ich da keinerlei Probleme haben werde. Aber warum denn alle paar Monate? Das ist doch Bullshit. Das ist... Also, wenn sie schon sagt, das ist so ähnlich wie eine Grippeimpfung, das hat sie ja behauptet. Das habe ich letztens in einem Ausschnitt aus dem aktuellen ASKL-Video gesehen. Da meinte sie, ja, das ist so ähnlich wie so eine Grippe, beziehungsweise die meisten Leute haben ja damit nicht so ein Problem. So nach dem Motto, es ist ja nur eine Grippe. Naja, okay, gegen eine Grippe muss jedes Jahr die Impfung aufgefrischt werden, aber doch nicht alle paar Monate, das ist doch Bullshit. Die Frage ist nur, will man so leben? Kann man nichts ändern, wa? Aber ist trotzdem ein Knaller, ist das. Lieber Grieche, nicht geschrieben, aber hat er halt gesagt, er krieche lieber im Dreck als um den Thron herum. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und ganz ehrlich, ich glaube, das können einige tausend Leute in diesem Land auch so unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt Fan von klassischen Dramen. Ja, Hauptsache gegen die Regierung sein. Das ist doch eigentlich alles, worum es geht, oder? Hauptsache gegen die Regierung sein. Es ist eigentlich schon scheißegal, was die machen. Hauptsache, ihr seid dagegen und dann ist alles gut. Die könnten auch die geilsten Dinge planen für Deutschland, ihr wärt trotzdem immer noch dagegen. Name ist Friedrich Schiller, Kabale und Liebe. Es hat wirklich eine Schnulze, aber war damals absolut der heiße Scheiß, als es rausgekommen ist. Und zwischen den Zeilen sind doch einige spannende, auch sehr, sehr obrigkeitskritische Sachen versteckt. Da hat man durchaus die Machthaber ganz schön, fast schon mit Zaun, nicht nur mit dem Zaunfall, sondern mit dem ganzen Garten mit Zaun da in eine gewisse Richtung gepiesackt, um das mal so auszudrücken. Und den Satz. Ja, wenn es notwendig ist, dann sollte man die Obrigkeit auch piesacken. Aber nicht immer auf Teufel komm raus grundsätzlich alles verteufeln, was von der Regierung kommt. Das ist doch Quatsch, Caroline. Das ist doch überhaupt nicht objektiv. Das ist doch einfach nur engstirnig. Lieber kröche ich im Staub, als ich kröche an den Drohnen herum. Ja, den sollten vielleicht die ein oder andere nochmal durchdenken. Denn was heißt es denn, wenn man sich einmal erpressen lässt? Was heißt es denn, wenn man sich einmal... Warum denn erpressen lassen, Caroline? Wir leben in einer weltweiten Pandemie. Wir müssen uns impfen lassen. Was hat denn das mit Erpressung zu tun? Es geht darum, irgendwie die Gesellschaft am Laufen zu halten. Doch nicht um Erpressung. Meine Güte, leg doch einfach mal die Fakten auf den Tisch. Dann sag doch einfach hier, das ist ein experimentelles Pharmaprodukt, weil... Und dann kannst du das ja gerne begründen. Oder die Regierung lügt, weil... Aber da kommt ja einfach immer nichts. Das ist einfach diese Schwurbelei. Die nervt. Lass das sein. Studier weiter. Und dann muss man das immer machen. Und das fordern diese Leute ein, wie ihr seht. Denn Südolfus, der 30. ist ja ohnehin offensichtlich vom Größenwahn links gepackt, marschiert in irgendwelchen historischen Schlössern auf, mit dem er wirklich gar nichts zu tun hat, lässt sich da als Sonnenkönig inszenieren. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Muxel scheint auch eine handfeste Narzisstin zu sein. Dass ich sehe, ich hatte mal wieder recht. Dann bin ich doch offensichtlich vom Größenwahn links gepackt. Und auch hier hatte ich mal wieder recht. Habe ich mal wieder recht behalten. So. Dann bin ich doch wahnsinnig. Scheint auch eine handfeste Narzisstin zu sein. Das, was jetzt gerade nachwächst, Pendlerpauschale und Co. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Wenn man diesen Leuten erstmal Macht über sich selbst gibt, auch nur ein klein wenig, ja, dann fordern sie das immer wieder. Ne? Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Weil sie immer mehr Macht haben. Das ist dann offensichtlich so ein bisschen die Genugtuung, sich über andere erhaben zu fühlen. Danke, Diplompsychologin Caroline Mathieu, dass du uns die Welt erklärst. Und wenn man sich also den Leuten einmal unterwirft, weiß ich nicht, ob es nochmal besser wird. Aber das müsst ihr selber für euch entscheiden. Wenn ihr so leben wollt, dann bitte sehr. Kann man nichts ändern, wa? Aber ist trotzdem ein Knaller, ist das. Es gibt da noch ein paar andere Länder, wo der Irrsinn nicht so um sich greift. Jetzt kommt mir da spontan Montenegro in den Sinn. Es ist ja jetzt mitnichten so, dass es ein weltweites Phänomen ist, dass da die Bevölkerung unterdrückt werden. Das scheint aktuell...
Montenegro ist ja auch wirklich 1:1 mit Deutschland zu vergleichen. Ein Phänomen in der westlichen Welt zu sein. Ja, scheint hier auch gut zu ziehen, weil mit Angst lässt sich gut regieren. Aber das Wer macht denn die ganze Zeit die Angst, Caroline? Wer macht die Angst? Du machst doch den Leuten Angst, wenn du sagst, in den Supermärkten werden die Lebensmittel knapp, oh mein Gott, und das Erdgas wird knapp und man weiß ja gar nicht mehr, wie man über den Winter kommen kann und da irgendwie heizen kann. Das ist doch so ein Quatsch, Caroline. Du verbreitest doch die ganze Zeit die Angst. Merkst du das eigentlich nicht? Das ist ja nun wirklich... Meine Güte nochmal. Wirklich nicht so, dass es auf dem ganzen Planeten, naja, so vonstatten geht. Im Gegenteil. Im halben afrikanischen Bereich ist davon nicht viel zu sehen. Im osteuropäischen Bereich auch eher so halbherzig. Und ansonsten gut, wie das jetzt in der... Unsere Expertin für alles kennt sich natürlich auf dem gesamten Globus mit allen Corona-Maßnahmen aus. In Amerika aussieht, da verschalten sich so ein bisschen die Geister, da höre ich von jedem was anderes. Die einen sagen ganz, ganz viel Drama, die anderen sagen, merkt man gar nicht von, da müsst ihr euch eure eigenen Infos einholen. Aber es ist ja wirklich nicht das, was uns medial gepredigt wird, dass der ganze Planet damit macht. Ja klar, wenn man jetzt auf... Ja, Caroline, also mit anderen Worten, du weißt es nicht richtig, aber willst uns sagen, dass du wüsstest, dass der gesamte Planet da nicht mitmacht bei diesen ganzen Maßnahmen, hä? So, das kann man ganz einfach vermeiden, wenn man eine Regierung hat, die von der Bevölkerung akzeptiert wird. So wie in Deutschland, von den allermeisten. Die vielleicht sogar was Gutes für die Bevölkerung tut. Wenn eine Regierung keine Angst... Naja, ob die Regierung grundsätzlich was Gutes für die Bevölkerung tut, das kann man ja gern bezweifeln, aber dass sie einen sehr starken Rückhalt in der Bevölkerung hat, ja, definitiv. Abgesehen mal von euch Schwurblern, die ihr ja in der lauten Minderheit seid. Wenn man eine eigene Bevölkerung zu haben braucht, dann muss sie nicht zu so einem Irrsinn greifen. Klar, wir sind jetzt hier nicht in Thailand, das muss man dazu sagen, aber ein paar Parallelen erkennt man hier eben schon. Ja, genau. Also wenn wir nicht aufpassen, so in 1-2 Monaten, ne, Caroline, dann werden wir wie in Thailand enden. Da guckst du mal wieder tief in die Glaskugel. Stellt sich hin und beißt hysterisch mit einer blanken Wut gegen jeden, der irgendwas der offiziellen Aussagen anzweifelt. T-Online. Polizei, mein Freund und Zweifler. Ach, ist jetzt also verboten, das anzuzweifeln, was irgendwelche in der ersten Reihe stehenden Politiker sagen. Ja gut, jetzt ist jetzt halt ein bisschen doof, dass in der Realität in den letzten Monaten kontinuierlich gelogen wurde, nachweislich gelogen wurde. Da gibt es auch noch ein paar Skandale, die haben mit dem aktuellen Irrsinn weniger zu tun. Ich sag nur Bestechungsgeschichten, Korruptionsaffären, Wirecard und Co. Ja, das kann man ja alles gerne kritisieren, aber doch nicht grundsätzlich immer die Regierung und nicht immer alles, was aus der Politik kommt. Das ist doch Bullshit, Caroline. Abgesehen natürlich von der AfD, die du ja immer ganz toll findest. Da wurde ja auch belogen am laufenden Band. So, wer also aufgrund all dieser nachgewiesenen Lügen, ich sag nur Bundesrechnungshof, wer aufgrund all dieser nachgewiesenen Lügen zweifelt, der ist jetzt der Staatsfeind, der Böse, der Abtrünnige? Nee, das darfst du nicht lügen, darf man nicht sagen. Interessant. Ja, warum diffamiert man denn die Menschen so? Ja, um andere Leute gegen sie aufzuhetzen, um ein künstliches Feindbild zu schaffen, die sind schuld daran. Und ich hab doch... Ja, ihr seid ja auch schuld daran. Ich meine, wenn sich mehr Leute impfen lassen würden, hätten wir jetzt nicht dieses Problem, was wir jetzt gerade haben, dass die Fallzahlen massiv steigen, dass immer mehr Leute auf die Intensivstation eingeliefert werden und dass die Maßnahmen verschärft werden, Caroline. Siehst du diesen Zusammenhang wirklich nicht? Also, tut mir leid, aber eine andere Formulierung als so blöd kann man doch gar nicht sein, fällt mir da jetzt nicht ein. Ich habe eine schöne Analogie bei Twitter gepostet. Lieber Drogenabhängiger, wenn dein Stoff nicht richtig knallt, dann bin nicht ich, der nicht drogenabhängig ist und vor dem Konsum von Drogen warnt, schuld daran. Dann ist es dein Dealer, der dir offensichtlich Scheiße verkauft hat. Und das wüsstest du, wenn du dich nicht selber belügen würdest. Ich belüge mich nicht selber und mein Dealer hat mir einen vernünftigen Stoff geliefert, der auch wirkt, was die Wissenschaft bewiesen hat, liebe Caroline. Von mir aus muss ich mich halt dann irgendwann nochmal impfen lassen und dann vielleicht auch nochmal und so lange, bis diese Seuche endlich nicht mehr so krass in Deutschland wütet, dass wir diese ganzen Maßnahmen nötig haben. Aber bis dahin mache ich das gerne mit, einfach aus Solidarität zur Bevölkerung, Caroline. Vor allen Dingen aus Solidarität zum medizinischen Personal in den Krankenhäusern. Aber von Solidarität verstehst du ja nicht wirklich viel. Hauptsache ich, ne, Caroline? Der Egoismus, der ist natürlich besonders wichtig.
versucht aber gerade das Feindbild umzudrehen. Man versucht die Verantwortlichkeit umzudrehen und man stellt sich jetzt hin, die XYZ nicht gemacht haben, die sind schuld daran, dass XYZ, bei denen die XYZ gemacht haben, offensichtlich nicht den Erfolg nach sich zieht, der ihnen versprochen wurde. Wieso? Der Erfolg ist doch nachweisbar, Caroline. Wer liegt denn momentan auf den Intensivstationen? Das sind doch hauptsächlich die Ungeimpften, liebe Caroline. Woran liegt das? Naja, weil die Impfung wirkt, Caroline. Einfach mal eine Statistik lesen, dann wüsstest du das. Ja, wer ist daran jetzt schuld? Ich, weil ich es nicht gemacht habe? Ja, das würde ich aber mal bezweifeln. Caroline, du bist mitschuld daran, dass wir diese Maßnahmen jetzt brauchen, die du selber kritisierst, Caroline. Versuch doch diesen Zusammenhang endlich einfach mal zu begreifen. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Sind wohl eher die Leute von gewissen Werbeversprechen enttäuscht worden? Nö, absolut nicht, nö. Die Zahlen zeigen ganz eindeutig, dass die Impfung wirkt. Irreführende Werbung könnte man da an der Stelle anführen, aber... Nee, das darfst du nicht lügen, darf man nicht sagen. Nee, absolut nicht. Okay, alles Sachen, die man in Absurdistan nicht mehr öffentlich besprechen darf, ich weiß. Doch, darf man schon sagen, aber ist halt Quatsch. Weiß. Kannst du schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. Deswegen kommen wir erstmal zum Ende. Eigentlich sollte es um der Eilmeldung ja um die Auswüchse gehen, die wir bereits von einem halben Jahr im Flug prophezeit haben. Nämlich, dass der ÖPNV demnächst auch nur noch zugänglich ist, wenn ihr brav das Knie gebeugt habt. Kann man nichts ändern, oder? Aber ist trotzdem knallerleichtert. Ich sehe, ich hatte mal wieder recht. Dann bin ich doch offensichtlich vom Herrn Größenwahn links gepackt. Und auch hier hatte ich mal wieder recht, habe ich mal wieder recht behalten. So, dann bin ich doch wahnsinnig. Ich scheint auch eine handfeste Narzisstin zu sein.